Die Hauptserie von dem The Walking Dead Universum ist vor kurzem zu Ende gegangen. Und was genau meine Meinung zur finalen Folge bzw. finalen Staffel waren und was die Zukunft zu The Walking Dead bringt, das habe ich in dem Video, was gestern auf diesem Kanal kam, schon bereits gesagt. Falls euch das interessiert, könnt ihr es gerne abchecken. Worum es in diesem Video geht, ist was ein wenig komplizierteres. Und zwar geht es in diesem Video um die The Walking Dead Timeline. Ja, ich habe mich mal wieder hingesetzt, habe ein bisschen recherchiert und habe mal die chronologische Timeline von dem bisherigen The Walking Dead Universum zusammengestellt. Mit einbeschlossen sind vier The Walking Dead, The Walking Dead, die Originalserie und The Walking Dead, The World Beyond. Auch wenn 4 und The World Beyond nicht so gut ankamen, kann man ja trotzdem mal sich die ganze Serie in chronologischer Reihenfolge angucken. Vielleicht fallen ja dann die ein oder anderen Sachen tatsächlich auch noch auf. Und genau das gibt es heute in diesem Video und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Anders als ich zu Anfang dachte, fangen wir nicht mit der Originalserie an, nein, sondern wir fangen mit 4 The Walking Dead Staffel 1 bis 3 an. 2010, was mittlerweile bestätigt ist, startet der Ausbruch in der The Walking Dead Welt. Und ja, The Walking Dead bzw. 4 The Walking Dead Staffel 1 bis 3 spielen exakt in dem Zeitraum von Ricks Koma. Heißt, theoretisch müsste die chronologische Timeline hier eigentlich anfangen mit Rick ist vorm Ausbruch mit Shane unterwegs und wird angeschossen. Dann machen wir auf Pause und gehen dann 4 The Walking Dead Staffel 1 bis 3 und dann... Aber so pingelig wollen wir hier mal nicht sein. Genau, 4 The Walking Dead Staffel 1 bis 3 beschreiben einfach die Zeit des Ausbruchs, des frischen Ausbruchs, beziehungsweise des Aufscheinen der ersten Beißer. Die Leute wissen nicht, was los ist. Die Leute wissen nur, okay, es wird wahrscheinlich irgendeine Krankheit sein, irgendwelche Leute verhalten sich wie Kannibalen. Sie wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass die Menschen tot sind. Denn es wird auch gezeigt, wie und mit welchen Mitteln das Militär versucht, diese Zombies bzw. die Infizierten zu dem Zeitpunkt halt auch zurückzuhalten. Es wird halt auch dargestellt, wie quasi anfänglich wirklich einfach der Großteil der Menschheit noch gelebt hat und die Beißer schon weniger waren, aber auch schon natürlich relativ viel. Und die Versuche des Militärs dabei, den Virus einzudämmen, waren ja gut offensichtlich erfolglos, würde ich mal sagen. Auch ein paar schlaue Zombie-Spezialisten-Fans kommen hier auf ihre Kosten in der Hinsicht, dass sie ja sagen, ja gut, nehmt doch bei einer Zombie-Apokalypse einfach ein Boot. Ja, haben sie hier gemacht. Hat nicht so gut funktioniert, beziehungsweise man muss halt tatsächlich auch damit rechnen, dass man irgendwann mal vielleicht mal von dem Boot runter muss. Wir bekommen hier schon sehr viele coole Horden, beziehungsweise auch große Horden gezeigt und es wird auch schon sehr viel mit den Zombies und den Zombie-Kills gearbeitet. Und tatsächlich, lustigerweise, sehen wir auch in 4 The Walking Dead chronologisch das erste Mal den Tarntrick aus The Walking Dead, heißt sich mit Gedärmen einreiben, sodass die Beißer einen nicht sehen. Ist natürlich wahrscheinlich einfach nur ein Fanservice gewesen für einfach so, ach guck mal, da ist ja unser bekannter Trick, aber rein chronologisch ist er da das erste Mal benutzt worden. Natürlich bekommen wir auch die erste Herauskristallisierung der Psychos in der Zombie-Apokalypse, ob es welche sind, die einfach nur grundlegend durchdrehen oder ob es Leute sind, die denken, dass die Beißer quasi die nächste Evolution vom Menschen sind. Ja. Psychos waren schon relativ am Anfang von der Zombie-Apokalypse definitiv präsent. Tatsächlich bekommen wir auch schon so ganz minimale Prisen zu sehen, wie sich eventuell die Whisperer quasi, also wie die entstanden sind, weil es uns wird auch hier schon gezeigt, wie eine Person mithilfe der Tarnung eine Horde leitet. Und auch hier, es könnte natürlich ein kleiner Fanservice-Gag sein, in Anführungsstrichen, aber wir müssen es einfach mal realistisch betrachten. Und da kommen dann jetzt die ganzen Fantheorien eigentlich wieder hervor. Es ist natürlich auch möglich, dass daher Alpha und Beta nachher ihr System genommen haben, dass sie das vielleicht schon früher, ganz am Anfang vom Ausbruch, irgendwie gesehen haben und sich da halt gedacht haben, okay, das kann uns helfen. Auch relativ früh wurde schon an Menschen rumexperimentiert, um zu gucken, wie lange dauert die Verwandlung, was passiert da wirklich. Und ja, man könnte sagen, CRM lässt grüßen in der Hinsicht. Und uns wird auch gezeigt, dass die Communities, die sich damals noch zusammengestellt haben, viel größer und auch strukturierter und wesentlich funktionaler aufgebaut waren, als halt so, ich nenne es mal, kleine Gruppen wie die Atlanta-Gruppe oder Woodbury. Sanctuary war schon ein bisschen größer. Hilltop würde ich vielleicht auch noch dazu rechnen. Die Communities damals waren auf jeden Fall noch wesentlich größer und funktionierten schon einigermaßen besser. Fahren wir jetzt mit der OG-Serie fort, denn hier haben wir Staffel 1 bis 8. Und das gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Staffel 1, Rick wacht auf.
die Einführung der Apokalypse und alter bekannter Gruppenmitglieder. Sie finden sich, treffen sich und erleben tatsächlich sehr schnell sehr viel, weil die erste Staffel relativ zügig vorangeschritten ist. Und naja, enden tut das Ganze mit einer nicht so schönen CGI-Explosion. Staffel 2, hier dreht sich quasi alles hauptsächlich um das Finden bzw. Suchen von Sophia und im Zuge dessen stoßen dann halt auch die Atlanta-Gruppe auf Herschel, Maggie bzw. halt die Green Family und es gibt viel hin und her und ja, am Ende sage ich mal Rip Dale und ja, auch Rip Shane. Staffel 3, nachdem die Gruppe sich vorerst getrennt hat, finden sie sich einen nach dem anderen wieder zusammen und ja, dann geht's ins uns altbekannte Gefängnis. Mit einer meiner Meinung nach besten und coolsten Locations, die es in The Walking Dead gegeben hat. Wir haben ein paar Charaktere, die wieder mal den Löffel abgeben und naja, der Stress mit Woodbury bzw. hauptsächlich dem Governor lässt halt grüßen. Staffel 4 schließt relativ direkt nach Staffel 3 an. Der Governor ist immer noch sauer und greift dann das Gefängnis an. Wobei sich unsere Gruppe dann wieder zwangsläufig trennt und das Gefängnis verliert. An der Stelle auch einmal Rip Herschel. Und ja, uns wird auch Terminus vorgestellt. Das der Ort, wo sich unsere alten Freunde und auch neue Freunde im Sinne von Abraham, Rosita und Eugene treffen wollen, da das sich ja eigentlich relativ sicher anhört. Ja, weit verfehlt. Staffel 5, Part 1, ja, wie schon gesagt, Terminus war dann eher eine schlechte Wahl. Kannibalen und unsere Gruppe mal wieder in einer aussichtslosen Situation. Aber hier wurde quasi die beste Variante von Rick Grimes geboren. Der rote Macheten-Rick, wenn man das so nennen kann. Uff, ab diesem Moment jede Szene mit Rick. Ein Abenteuer. Ein Gaumenschmaus. Ja, Carol rettet dann allen die Ärsche und Daryl hat es tatsächlich nicht ganz so leicht, denn die gute Beth stirbt leider in einer ungünstigen und traurigen und beschissenen Szene. Ja, an der Stelle RIP Beth. Sie war auch bis dahin tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Wenn ihr mal eine Liste von mir sehen wollt, was so meine lieblings The Walking Dead Charaktere sind, schreibt gerne mal in die Kommis. Hätte ich auch, glaube ich, Bock drauf. Staffel 5, Part 2. Ja, auch hier wieder viel gelaufe, viel gegehe und ja, nach schwereren Kilometermärschen wird uns dann Alexandria vorgestellt, wo es tatsächlich im ersten Moment relativ zivilisiert, sicher und zukunftsorientiert scheint und aussieht. Aber wie wir relativ schnell erfahren sollen, steckt auch hier irgendwie nicht so unbedingt das Beste hinter. Aber das sollte Badass Rick Grimes nicht aufhalten. Staffel 6, Part 1 mal wieder, bringt ein größeres Problem, nämlich eine Riesenhorde, die droht, Alexandria zu überlaufen und damit ja, dem Erdboden gleich zu machen. Wir bekommen sehr viele spannende Episoden des gleichen Zeitraums aus verschiedenen Sichten. Rick hat sich als Anführer von Alexandria eingegliedert bzw. rauskristallisiert, aber sie schaffen es leider nicht, die gesamte Horde abzuwenden und somit sterben wieder mal ein paar Nebenrollen, denn auch die kurz eingeführten Wolves machen das Leben nicht unbedingt, naja, leichter. Staffel 6 Part 2 bringt dann nicht unbedingt viel Besseres. Naja, wir bekommen eine neue gute Community in Form von Hilltop zu sehen. Aber wir bekommen auch das erste Mal die Probleme mit den Saviors und im Zuge dessen hören wir auch das erste Mal den Namen Negan. Wo es nämlich dann auch zum krassesten Punkt in The Walking Dead eigentlich kommt, denn wir sehen Negan erst Ende der 6. Staffel, vorher hören wir nur seinen Namen. Und ja, Negan lässt die Welt von The Walking Dead auf jeden Fall erschüttern. Denn dieser kommt wie ein wortwörtlicher Schlag ins Gesicht. Und an der Stelle einmal RIP Abe und RIP Glenn. Staffel 7 und 8. Hier werden uns Oceanside und das Königreich zwei weitere Fraktionen vorgestellt, die bei dem Kampf gegen Negan helfen sollen. Aber da alle Charaktere und Fraktionen sehr viel Angst bzw. Respekt vor Negan haben, müssen sich alle erstmal einen Ruck geben und naja, verschiedene Pläne und Taktiken aufbauen. Und diese zwei Staffeln enden sowohl mit Verlusten als aber auch tatsächlich Gewinnen. Switchen wir nun wieder zu Fear the Walking Dead Staffel 4. Ein ganz anderer Staffelstart, denn wir haben Morgan, der auf dem Schrottplatz von Jadis ist und Rick, Carol und Jesus versuchen irgendwie auf ihn einzureden und ihn davon zu überzeugen, zu bleiben und nicht zu gehen, was er dann am Ende trotzdem macht. Und neben zahlreicher Flashbacks und sehr viel Gerede über Bier gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen, außer dass Morgan mehr oder weniger zum neuen Gesicht von Fear the Walking Dead wird. Als nächstes kommt Tales of the Walking Dead,
die erste Miniserie so wirklich und die zeigt einfach mehr oder weniger verschiedenste Leute und zeigt einfach, wie die's in der Zombie-Apokalypse überleben, wie der ihr Alltag ist, was weiß ich. Habe ich tatsächlich nicht gesehen, es ist aber einfach eine Miniserie, die einfach andere Leute zeigt, wie ihr Leben in der Apokalypse ist. Aber chronologisch hier einzublenden. Weiter geht's mit der Hauptreihe und zwar Staffel 9 von The Walking Dead. Auch hier kann man es wieder in zwei Parts splitten. Nach einem riesen Zeitsprung ist hier erstmal Friede, Freude, Eierkuchen angesagt. Negan ist besiegt, aka gefangen genommen worden. Rick, Michonne und alle anderen führen ein ganz normales Leben, sind Anführer der verschiedenen Communities, Hilltop, Alexandria und das Königreich, Oceanside natürlich auch. Und alle sind dabei, mehr oder weniger das normale Leben wieder zurückzubringen und auch neue Leute zu finden und auch ein bisschen Handel in die verschiedenen Communities mit einzubinden. Aber zur Staffel Mitte opfert sich dann tatsächlich Rick, um eine relativ große Horde davon abzuhalten, wieder mal alles im Erdboden gleich zu machen. Und dieses Momentes sah es erstmal so aus, als wäre Rick tot. Wir wissen aber natürlich, er ist nicht tot. Und ja, das war auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht für die ganze The Walking Dead Welt und auch Community, aka Fans. Staffel 9, Part 2. Hier geht dann die Action richtig los nach einem noch größeren Timeskip. Judith mittlerweile kein Baby mehr, sondern halt ein junges Mädel. Ricks Sohn RJ wurde geboren und alle versuchen einfach ihr Leben zu leben. Daryl, der nach wie vor nach Rick sucht, beziehungsweise nach einem Zeichen seines Überlebens sucht. Und ja, uns wird der nächste große Gegenspieler in Form der Whisperer, beziehungsweise Alpha, vorgestellt. Eine ganz, ganz, ganz neue und andere Bedrohung, die auf einer sehr, sehr unschönen und traurigen Art und Weise ihre, Achtung Wortspiel, Grenzen markiert. Bevor wir aber darauf eingehen, springen wir zu Fear the Walking Dead Staffel 5. Die wohl schlechteste Staffel von 4. Und deswegen ist auch hier nicht wirklich viel der Rede wert. Das selbsternannte A-Team auf Wish bestellt, von morgen versucht, Leuten zu helfen, schafft es den größten Teil der Zeit gar nicht. Wir bekommen das nächste kleine Crossover mit Dwight und mehr gibt's halt irgendwie nicht so wirklich. Wir bekommen noch Negan auf Wish bestellt in Form von Virginia und morgen wird angeschossen. Das war's, grob zusammengefasst. Aber du, wieder gute Laune, denn es geht weiter mit The Walking Dead, der Mutterserie Staffel 10. Im Hauptteil der Staffel bekommen wir den großen Kampf gegen die Whisperer und werden auch das erste Mal so leicht mit dem Commonwealth in Berührung gebracht. Denn die sollen als Hilfe gegen die Whisperer und halt auch Alpha dienen. Nach Alphas und Betas Tod und nachdem Negan mehr oder weniger gut geworden ist und sich der Gruppe anschließt, sehen wir sein Flashback und bekommen gezeigt, wie er so geworden ist, wie wir ihn kennengelernt haben. Und an der Stelle muss ich dann einfach mal sagen, das war mit die geilste Folge von allen. Das ist also sehr hoch platziert bei mir, weil es einfach eine unfassbar interessante und starke Folge war. Kommen wir wieder zu einem Sprung, aber diesmal in ein anderes Spin-off, nämlich diesmal The World Beyond Staffel 1 und 2. Naja, der Start von dieser Serie oder überhaupt die Serie allgemein war ähnlich wie bei 4, ich nenne es mal holprig, weil uns Sachen versprochen wurden, die sie nicht wirklich eingehalten haben. Uns wurde versprochen, mehr über CRM zu erfahren, was genau die machen, was ist der Plan, wer ist das und. Was ist mit Rick, wo ist er, lebt er noch, wo der entführt, was ist mit A und B. Überhaupt, wir haben ein paar Sachen schon rausgefunden, aber halt nicht die Masse, die uns versprochen wurde. Auch die Charaktere, die wir da haben, sind tatsächlich eher langweilig und ich sag's mal so, es gibt viele Ansätze, die sie hatten, gute Ansätze, und die haben sie halt einfach nicht wahrgenommen. Aber Staffel 2 rettet das Ganze also nicht so wirklich. Also schon. Jadis kommt zurück und ist tatsächlich auch der coolste Charakter in der Staffel, beziehungsweise auch in der Serie. Alle anderen Charaktere sind ähnlich flach geschrieben wie in Staffel 1, aber wir bekommen hier wirklich gesagt, was mit A und B, beziehungsweise halt A und B auf sich hat. A-Personen sind Testobjekte mehr oder weniger, halt Leute, an denen Tests durchgeführt werden kann, potenziell halt auch, ne, die sich dann in Zombies verwandeln können. Und Bs sind halt einfach Leute, die einen Wert für das CRM haben, ob es jetzt
Arbeiter sind, Leute, die für das CRM arbeiten, mit dem CRM und und. Aber auch hier keine großartig anderen Infos zum CRM, außer dass es halt irgendwie schon die Leute so ein bisschen abschlachtet und halt besser die Leute sterben und wir überleben, aber nicht so wirklich. Das Kern, auch keine neuen Infos zu Rick. Aber die Post-Credit-Scene der zweiten Staffel war hammergeil. Wir sind in Frankreich und wir sehen eine Wissenschaftlerin, die an ihrem PC sitzt. Und auf ihrem PC-Bildschirm sehen wir ein Gesicht, das wir aus Staffel 1 von der OG-Serie von The Walking Dead bekennen. Und zwar Dr. Jenner. Und der sagt in diesem Clip, nenne ich es mal, halt, jo, hier, der Virus ist von Menschen geschaffen, wird uns erstmal gesagt, definitiv. Und der Virus kann mutieren. Mutierte Zombies wurden somit confirmed, also Varianten von Zombies. Und naja, diese Variante sehen wir auch tatsächlich dann direkt. Die Wissenschaftlerin wird von irgendwem, weiß ich gerade nicht mehr genau, wer es war, erschossen. Und sie kommt wieder als Beißer und sprintet auf die Tür zu und hämmert gegen diese Tür ein. Und das war das erste Mal in The Walking Dead, dass wir einen Beißer sprinten oder sich schnell bewegen sehen haben. Ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, wir haben es ja in Staffel 11 auch gesehen, kletternde Beißer, und da halt in Frankreich ja der Virus ausgebrochen ist und sich da vielleicht schon weiterentwickelt hat, kann es halt auch sein, anschließend auf die Daryl Dixel-Serie, die ich in einem Video gestern schon so ein bisschen angeschnitten habe, dass wir Walker-Varianten bekommen können, was einfach unfassbar cool wäre. Ich denke da so an 28 Days Later, Left 4 Dead und sowas in der Richtung. Es muss nicht viel sein, aber es ist auf jeden Fall Hammer Post-Credit-Scene, hat gefühlt die ganze zweite Staffel gecarried. Springen wir nun ein letztes Mal zurück in die Hauptserie, und zwar in Staffel 11, die tatsächlich auch wieder mal in kleine Abschnitte unterteilt ist. Staffel 11, Part 1. Wir sehen tatsächlich ein bisschen mehr vom Commonwealth. Wir bekommen endlich Maggie wieder. Oh mein Gott, wie cool. Und ja, es gibt einen, ich nenne es mal, Kleinkrieg mit den Reapern. War tatsächlich ganz cool. Hat so ein bisschen die Staffel angeheizt, nenne ich es mal. Part 2, und jetzt geht's wirklich mit dem Finale los. Unser gesamter Trupp zieht ins Commonwealth ein und hier geht's erstmal, naja, sehr gut. Also alle haben Jobs und können halbwegs normales Leben führen und es ist halt eigentlich relativ, ja, normal. Aber es wäre nicht The Walking Dead, wenn sich nicht schnell herausstellen würde, dass es im Commonwealth doch nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist wie gedacht, und ja, wir werden schnell damit konfrontiert, dass hier doch sehr viel Böses im Busch ist. Was? Böses? Böses? Part 3, das Finale der Serie, vergeht in ein paar Folgen sehr schnell, sag ich mal. Unsere Communities, aka Oceanside, Hilltop, Alexandria, werden vom Commonwealth eingenommen und Teile unserer Trupps werden in, ja, ähnlich Arbeitslager gebracht, während der andere Teil einen Plan schmiedet, das Commonwealth zu stürzen bzw. die Führung zu übernehmen, um endlich ein normales Leben führen zu können. Und das Ganze endet tatsächlich nicht in einem riesigen Krieg, wie man es vielleicht erwartet hätte, sondern tatsächlich in einer sehr emotionalen, aufreibenden und spannenden und herzerwärmenden Folge, über die ich, wie gesagt, schon gestern geredet habe, deswegen gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Wenn ihr meine Meinung sehen wollt zu der letzten Folge bzw. zu der letzten Staffel, dann schaut das Video von gestern an. Und jetzt springen wir ein letztes offizielles Mal, und zwar Fear the Walking Dead Staffel 6 und 7. Ich sag's direkt so, wie es ist. Ich habe diese zwei Staffeln tatsächlich noch nicht gesehen. Deswegen werde ich jetzt hier nicht wirklich viel kundtun zu meiner Meinung, weil ich halt noch keine habe. Ich habe gehört bzw. gelesen, dass die Staffeln wirklich besser werden sollen. Also es ist besser geworden. Was ich gut finde, weil 4 hat mich nach der 5. Staffel halt wirklich komplett null mehr interessiert. Und ja, wenn jetzt 6 und 7 tatsächlich besser wird, werde ich das auf jeden Fall mal nachholen. Und nun kommen wir zum Finale und quasi dem letzten Sprung bzw. vielleicht den letzten 3 Sprüngen. Und zwar mit den 3 geplanten Spin-Offs, was ja einmal das Maggie Negan Spin-Off ist, das Daryl Dixon Spin-Off und das Michonne Rick Spin-Off, geht die ganze The Walking Dead Geschichte ja auch Gott sei Dank weiter. Und gleiches tut die Timeline, die läuft ja dann auch weiter. Und für mich gibt es tatsächlich nur einen logischen oder hoffentlich logischen Sinn, wie die Timeline sich fortführen wird. Und ich denke, dass The Walking Dead, Dead City, also die Miniserie von Negan und Maggie, was meiner Meinung nach, soweit ich weiß, glaube ich, auch die erste Miniserie ist, die wir bekommen, wie auch die Daryl Dixon-Serie ungefähr zur selben Zeit spielen werden. Also, dass in den beiden Serien nicht wirklich große Zeitsprünge gemacht werden können oder sollten, da ich nämlich davon ausgehe, dass nach diesen 3 Spin-Offs quasi eine große Zusammenführung, ein großes Crossover entstehen wird,
Und da können halt so Zeitsprünge halt bringen, die ja nichts sind, ja dann eher kontraproduktiv. Deswegen denke ich, dass auch die Rick und Michonne-Serie zur gleichen Zeit spielt, wobei ich davon ausgehe, dass Rick quasi, also der Teil von Rick, sehr viel mit Flashbacks spielen wird, damit wir wissen, was jetzt in den letzten 6 Jahren bei ihm los war. Genau, denn alles andere macht wenig Sinn. Also ich hoffe, wie gesagt, es ist nicht bestätigt, das ist auch nur meine Theorie jetzt. Aber ich hoffe, sie werden es nicht so machen, dass es jetzt nochmal verschiedene Timelines sind, sondern einfach wirklich, dass die Daryl Dixon und Maggie Negan Serie ungefähr zum gleichen Zeitraum spielt, genau wie die Timeline, in der Michonne unterwegs ist, so dass quasi am Ende alle drei zusammenkommen, wir die OG-Serie nochmal mit reinnehmen und eine riesengroße Charakterzusammenführung sehen. Aber das habe ich genauer besprochen, habe wie gesagt nochmal erwähnt in dem Video, was gestern hochgeladen wurde. Und somit bin ich jetzt auch am Ende. Und ich bin ganz ehrlich, das Video hier war mitunter das Video auf diesem Kanal mit der meisten Arbeit. Aber es hat mir unfassbar Spaß gemacht, das alles zu recherchieren und auch rauszufinden. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr The Walking Dead vielleicht schon angefangen habt, in der richtigen Timeline zu gucken. Oder wenn ihr es gerne machen wollt, dann lasst mich das auch gerne wissen. Das werde ich nämlich tatsächlich auch mal in Angriff nehmen. Und ja, lasst mich auch gerne mal wissen, wie ihr zur Timeline von den drei Spin-Offs steht. Weil das, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, macht am meisten Sinn. Ich hoffe halt, sie verkacken es nicht. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder ich konnte euch zumindest informieren ein wenig. Wenn ja, und ihr euch vielleicht für andere Timelines noch interessiert, auf dem Kanal gibt es tatsächlich schon zwei, drei Videos dafür. Und wenn ihr allgemein Serien und Filme Nerds, Junkies seid, dann seid ihr hier auf dem Kanal wahrscheinlich sehr richtig. Denn ihr kommt zweimal jedes Wochenende ein Video, was sich wirklich zu 99,9% um Filme und Serien dreht. Ab und zu eine Prise Games, aber bis jetzt eher weniger. Und wenn es euch gefallen haben soll, würde ich mich natürlich auch über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Aber ich will jetzt auch nicht länger um den heißen Brei herum reden. Das Video ist wahrscheinlich schon lang genug geworden. Und deswegen bin ich jetzt für heute raus und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht im nächsten Video dann wieder auf der nach wie vor selben Couch wieder. Und ja, wie gesagt, ich bin bis dahin raus. Ciao.